Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Game Dev Tycoon. Heute wieder alleine, genau wie Let's Part. Ja, Sony hat leider immer noch keine Zeit gefunden. Das tut mir leid für euch und für mich. Also, ich weiß auch nicht, ob ich die nächsten Parts mit ihm aufnehmen kann, denn Zeitnot für ihn. Darum lasse ich erstmal das Tugita weg und lasse ihn einfach nur als Gast drin. Woo! Gut, wir sind bei kriegenden Sternen stehen geblieben, haben gezeigt, dass wir in der Engine und in der Story und in World Design und in 2D-Grafikversion 2 und in den Sound uns verbessert haben. Und nun zeigen wir der Welt kriegende Sterne. Und dadurch, dass wir halt unsere 2D-Grafik verbessert haben, können wir einfache Cutscenes, Open World, 2D-Grafik der dritten Version, 3D-Grafik der ersten Version erforschen. So, researchen wir einfach mal. Und zwar 2D-Grafik der dritten Version. Nein, so viel Credits haben wir nicht mal. Was können wir denn? 3D-Grafik der ersten Version, genau. Doch, ja, machen wir einfach mal. Wir haben das Geld, ja. Und die Reviews für kriegende Sterne. Das war eine 10. Eine 9. Ah. So, damit werden wir zu den Millionen kommen. Locker. So, denn wir haben direkt beim ersten Mal, im ersten Monat, 100.000 Stück verkauft. Und wir haben 3D-Grafik der ersten Version. So, erforscht. Kriegende Sterne jetzt einmal. Und wir haben jetzt uns einen Namen gemacht in der Welt. Und da wir jetzt über 1 Million haben, 1,5 Millionen, um genau zu sein, können wir unsere Company ausbauen und umziehen. Und wir ziehen jetzt in einen Technologiepark um. Willkommen in einem neuen Büro. Nun, da du ein größeres Büro hast, kannst du auch andere Menschen anstellen und ein Weltklasse-Entwicklerteam zusammenstellen. Du kannst übrigens, also wir können uns trainieren und können auch erst Leute einstellen, nachdem wir einen Managementkurs absolviert haben. Ja, dafür müssen wir gleich einmal auf unseren Charakter klicken. Und, ja, bla, wir sind toll. Zusammengefasst, so. Und kriegende Sterne verkauft sich weiter. Wir haben gleich die 300.000. Und der Ninventu ist auf dem Markt. Und Engine scheint nicht sehr wichtig zu sein für diese Art des Spiels. Zudem ist RPG auf dem Master wie okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. So, dann einmal Staff Management. Dann können wir nämlich hier gleich die Position füllen. Ja, wir setzen uns da in Phil hin und dann sind wir glücklich. So einfach ist das. Gut. Jetzt können wir hier auf Phil Position gehen und jemanden anheuern. Ja, das erkläre ich gleich alles. Also, wir haben jetzt hier Fine Stuff. Wir können hier 2 Millionen angeben als Budget, um einen neuen Angestellten zu finden. Oder halt 20.000. Ich bin dafür, dass wir einfach mal 200.000 versuchen. Und ich möchte was wird das schon? Einfach mal gucken. Wir suchen jetzt einfach mal nach einem neuen. Wieso wurden mir jetzt 400.000 dafür abgezogen? Hey, das finde ich nicht fair. Komm schon.
Die sagen jetzt gerade nur, wir sind aus unserer Garage raus und kriegende Sterne und Trommen sind total bekannte Spiele von uns. Und jetzt sagt einer der Fans von kriegende Sterne, oh mein Gott, ich konnte nicht glauben, dass sie in einer Garage waren. Und es war nur von einem Menschen geführt, Firma Thun. Ich freue mich wirklich auf die Spiele, die ja später, die später noch rauskommen werden. So. Jetzt ist der Balken voll. Und jetzt können wir hier uns jemanden raussuchen. Da hätten wir Fernando Nash, der sehr gut in der Technologie ist. Diego Townsend, der sehr gut in der Technologie ist. Tracy Glover, die ausgewogen ist. Und da möchte ich sogar Tracy Glover nehmen, denn ich möchte erstmal jemand Ausgewogenen haben. Und Jason, was okay, ist, eigentlich wollte ich keine zweiten Person. Ha! So, jetzt können wir hier ganz kurz ein Staff Welcome Training abliefern, damit sie dieser Balken hier, mit diesem Balken, sie fühlt sich noch nicht ganz so wohl in dieser Umgebung. Sie muss sich erst leise an uns rantasten. Und damit geht das halt ein bisschen schneller. So, ich fühle mich dann auch nicht so wohl auf, oh mein Gott, eine Frau, das geht doch nicht. Müssen wir uns beide jetzt natürlich ein bisschen, wir können jetzt Medium Games erforschen. Ich möchte aber erstmal, ach, ich habe nicht genug RP. Wieso funktioniert das nicht? Tut mir leid. Jetzt erstmal warten, bis unser beider Balken sich aufgefüllt hat. Komm her, Schätzchen, ich habe einen langen Balken und du? Ja, sie vermutlich auch. Gut, Tracy Glover, jetzt macht er mal hin, bitte. Junge Dame, stellen Sie sich nicht so an! Verliere nämlich immer 40.000 pro Monat und das ist nicht schick. Gut, dann researche ich jetzt halt noch ein neues Topic. Hospital. Ba-da-ba-bam-bam. Übrigens, ich glaube, das Spiel wurde auch nur von zwei Leuten entwickelt. Wiener, der Erschaffer der Master V-Konsole, hat das Wiener Gear announced. Das ist halt, das Gegenstück vom Gamelink. Das soll halt gegen den Gamelink standhalten. Und ein Pressesprecher für die Firma hat gesagt, diese Konsole hat die gleiche Stärke und gleichen Fähigkeiten wie die Master V. Außer natürlich, du kannst sie mit dir nehmen. Und die Wiener Gear hat auch einen Farbscreen. Und jetzt fragt sich hier jemand, die Stimme aus dem Industry News. Wird dieses Gerät den Gamelink überbieten? Wir werden es sehen. In der nächsten Episode. Nein, noch beende ich diesen Part nicht. Keine Sorge. Hör auf, dich am Kopf zu kratzen, Junge. Ich bezahle dich nicht fürs am Kopf kratzen. Oh mein Gott, too much. So, jetzt haben wir da completed. Wir developen ein neues Spiel. Wir machen nämlich jetzt ein Hospital Simulation. Bitte. Und nennen es Sacred Hart. Nein, ich ändere das A nicht in ein E. Und da es eine Simulation ist, kommt es natürlich für den PC. Ja, So, next. 2D-Grafiken bitte. Wir müssen auch erstmal so ein Spiel machen mit ihr. Da sie sich eingewöhnen muss und... ich bin ja hier so ganz neu. Sie wird jetzt auch nicht viel arbeiten, denn sie ist nicht ganz so gut.
Noch nicht. Denn, momentan ist sie uneingearbeitet. Was will ich hier eigentlich sagen? Meine Güte, ich bin ja schusselig heute. So, Pünktchen fliegt. Und die Venergier wurde von Vena... die Venergier wurde released. So, dann haben wir den Sound. So, zack, zack. Wollte sein runter. Okay. Wir werden jetzt übrigens auch nicht ganz so gute, Bewertungen erhalten für unser Simulationsspiel. Da, sie beim ersten Mal dabei ist. Ist halt so. So, finishen wir mal. Und haben direkt einen neuen Rekord aufgestellt. Ja. Tracy Glover ist übrigens immer noch Level 1. Die Level, das werden wir später sehen, haben doch eine Auswirkung. Doch, ja. So, du research mal bitte jetzt die Medium Games. Ja, und da kommen die Reviews. Ich erwarte jetzt irgendwas um 5, 6 rum. Ja, 6 zeigt Potenzial. 6 Simulationsspiele funktionieren nicht gut auf dem PC. 6, er mag es. 6, Hospital and Simulation is a great combination. Da hatten wir mal wieder die 666. Sie reportet hier mal wieder dafür, dass es ein Noob wieder war. Tracy möchte jetzt, ey, wir brauchen hier mal ein bisschen Investment. Wir haben hier so eine kleine Sicherheitslücke und ja, wir investieren mal. Wir haben ja das Geld. Hohoho. Wir haben 1 Million. Und hier ist gerade ein Publishing Contract. Das besagt, also wir haben jetzt Medium Games erforscht. Und hier sagt jetzt jemand, hey John John, ich habe verfolgt, wie sich Schattenzorn entwickelt hat. Und ich sehe, dass ihr euch gut entwickelt habt. Und nun sehe ich auch, ihr entwickelt größere Spiele. Und größere Spiele sollten von mehr Spielen, sollten von mehr Menschen gesehen werden. Und nun kommt der Publisher. Ein Publisher wird dein Spiel vermarkten und dein Spiel über die Welt verteilen. Und es hilft dir ein bisschen. Es gibt so ein klein bisschen Geld für die Entwicklung. Aber sie werden dafür halt den meisten Profit der Spiele behalten. Wird sich dennoch um einiges öfter verkaufen. Ja. Ja, jetzt können wir Publishing Contacts finden. Du researched 2D-Grafik für 240.000. Ja. Das Übliche halt. Und danach entwickeln wir ein kleines Spiel nochmal. Denn wir sind gerade nur bei 1 Million. Und in 2 Monaten wird die G64 vom Markt genommen. Die Govodore. Govodore? Ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Und wir entwickeln ein Alien Action Game. Nennen es Finale. Nein, wir nennen es anders. Tiefe Leerzeichen. Und Action Game funktioniert eigentlich immer ganz gut auf dem PC. Mit dem Game Maker Malex. Ja. Mit der Grafik. Dadurch, dass ich hier gerade auch nur im Fenstermodus spiele, verklicke ich mich halt auch so ein bisschen. Also entschuldigt das bitte. Oh, entschuldigt, er ist wieder so schlecht. Ja, ich bin schlecht. Was dagegen, meine Damen und Herren? So, dann AI. Alles in Ordnung. Sacred Heart ist nun vermarktet. Es wird 25.000 Mal verkauft und hat 177.000 eingebracht. Viele waren auf einmal überrascht. Oh mein Gott! Govodore ist bankrott! Nein! Und Govodore hat daran versagt, ein
eine teurere Alternative einzubringen, vorzustellen. Und musste deswegen halt die Produktion des G64 aufgeben. Ja, und wird halt für immer und ewig vom Markt verschwinden. Und Marktanalysen, Strategiespiele sind momentan angesagt. So, Grafik, Sound, so, alles in Ordnung. Hier schön die Punkte in Technologie, das muss so. Und die G64 wird nun nicht mehr länger supported. So, finishen wir mal tiefe Leerzeichen. New Combo ist keine Great Combo. Glaube ich. Wir developen einfach relativ schnell ein neues Spiel hinterher. Nochmal ein Militärstrategiespiel. Na, das, Alter der Panzer. Da Strategie total toll auf dem PC funktioniert, das weiß ja jeder. So. Hauen wir jetzt einfach mal die Spiele hintereinander raus. Ich habe Strategiespiele, ich glaube, die Engine ist weniger wichtig, dafür aber Story Quest, sagt er, ist nicht. Sag ich so. Du hast ja schon mal vorgearbeitet, und du bist trotzdem zu blöd, um das zu lesen. Ja, tut mir leid. Und tiefe Leerzeichen, jetzt mal schauen, ob es ein Flop war oder noch in Ordnung geht. Eine 6 ist jetzt natürlich nicht so schön. 7 ist schon angenehmer, du, ja. Ich gehe auch lieber mit einer 7 nach Hause von der Schule als mit einer 6. Das ist nicht gut ausgegangen. Wir sind unter der Million. Ja. In einem Strategiespiel wäre natürlich das Leveldesign schöner als die AI. Oder KI. Ja, und jetzt sagt ihr hier, oh mein Gott, die muss so langsam mal in die Ferien. Mimimi. Jammer nicht, Mädchen. Arbeite. Ich habe daran versagt, einen Patch-Install zu machen. Aber egal, ihr habt's ja nicht gehört. Ja. So, weiter. Wir wollen heute noch fertig werden, junge Dame. Ich blame immer die junge Dame. So, und du darfst in die Ferien. Alte, der Panzer ist nun ready. Releasen wir und du reportest bitte tiefe Leerzeichen. Und was wird über alter Panzer? Oh, das sieht nicht gut aus. Militär und Strategie ist eine großartige Kombination. Es ist okay. Okay. Es ist 6. Da muss ich gleich noch ein Spiel entwickeln. Close. So, dann noch ein paar Research Points. Alter, der Panzer wird aber ganz gut verkauft. Das geht noch in Ordnung. Alien in Action is a great combination und Level Design ist relativ wichtig für, für die Seite des Spiels. Könntest du bitte, du research mir bitte. Open World. Du mir machen Game Report. Ah, das ist ja hier. So, tiefe Leerzeichen ist nun vom Markt genommen. Es war so schlecht, es musste gehen. Open World is completed. Militär und Strategie ist eine großartige Kombination. In Grafik ist... jetzt habe ich es nicht vernünftig gelesen. Upsa. So, simple Cutscenes und Marketing habe ich nicht mehr genug Punkte. Gut, machen wir hier mal bessere Dialoge. Wir müssen ja auch müssen an den Dialogen arbeiten. Ha! Dann, damit die nicht ganz so schlecht werden wie meine LPs. So, better Dialoge completed und ich kann noch... Ich möchte mein
Leute nicht. Hier kann man sie übrigens noch trainieren. Das seht ihr im nächsten Part dann aber auch erst. Hier noch ein bisschen Research. Das ist ein Level Editor. Komm, wir machen jetzt sogar noch zu Ende ein. Ein Medium Game. Beziehungsweise ein Publishing Deal. Ja, mit dem Publisher funktioniert das alles wunderschön, ich weiß. Ja. Also, zur Information. Wir müssen beim Contract, kriegen wir hier mal was vorgeliefert. Also wir können jetzt Any Topic Strategy, Any Topic, Any Genre, Racing Simulation, Dance RPG. Also wir, Dance RPG, das würde neben dem gut gehen. Wir kriegen etwas vorgemampft und das müssen wir dann einhalten. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal hier das hier für den Gamelink. Wir müssen jetzt Cyberpunk RPG hat funktioniert, ne? Kann ich nur Cyberpunk RPG, Time Travel RPG? Wie wurde die Dame geschrieben? Ich nenne das jetzt einfach mal Doc Chop. Doc Chop ist ein Ableger, der nicht als solcher definiert wird, von Doc Bader. Beziehungsweise Dr. Bader. Ich hätte gerne den Game Maker mal, Alex, danke. Wir kriegen Geld und müssen jetzt 240.000 dafür bezahlen, das zu machen. So, das kann jetzt uns natürlich das Unternehmen kosten. Oder auch nicht. Ja, es ist schwieriger und, wir müssen jetzt auch so arbeiten. Ich. So, wie man sieht, wir müssen jetzt jeden Platz belegen. Und das dreimal. Deswegen ist es, was ich gerade mache, eigentlich sogar total blöd. Ja. Denn dreimal würde ich das nicht so vernünftig hinbekommen. Gut. Good to know. Wir werden also unsere beiden Helden hier überarbeiten. So, Dialoge sind wichtig. Das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Wie man hier sieht, ich bin jetzt schon auf 105%. Wenn ich jetzt dahin gehe, bin ich auf 142. So, bin ich auf 90-90. Plus 10 bin ich auf beiden 100. Das bedeutet, im nächsten Schritt werde ich mich überarbeiten. Überarbeiten bedeutet, ich arbeite weniger effizient und langsamer, glaube ich. Ich bin mir da nicht mehr sicher. Das ist übrigens ein Part mit Überlänge. Freut euch gefälligst. So, Grafik, World Design, Sound ist gar nicht wichtig. Bitte so. Dann kriege ich beide auf 150%. Gut. Das wird jetzt natürlich wirklich ein heikles Unterfangen, da ich beide überarbeite, beide auf 150% bringe. Normalerweise sollte man das nicht machen. Normalerweise lohnt es sich erst ein Medium Game zu machen. Der Markt hat sich übrigens wieder normalisiert. Normalerweise sollte man das erst machen, sobald man drei Personen hat, dass man für jede Stage jemanden haben kann. So, dann finishen wir mal. Der Tracy Glover hat halt ein Level. Aber halt bedeutet, sie bekommt eine Gehaltserhöhung und Character Progression. Jetzt, wir warten sogar jetzt nochmal. Ob wir jetzt die, ob wir jetzt bankrott gehen? Wir gehen bankrott. Wir müssen nämlich einen Durchschnitt von 5 erreichen, haben den ersten Wert 3 und das Spiel arbeitet mit dem Algorithmus, es orientiert sich alles an dem ersten Wert. Das heißt, ich komme keine 2 Punkte über, beziehungsweise 2 Punkte über die 3. Das bedeutet, ich muss eine Penalty zahlen. Ich hab's verkackt. Gut so. Natürlich verkauft sich das Spiel noch ein bisschen und so weiter, aber wir verlieren Fans. Viele Fans. Und
Nun wurden wir gepenaltied mit 130.000. Gut, dann im nächsten Part sehen wir, wie ich mich da wieder rausschlage. Und ich hoffe, das LP hat euch soweit gefallen. Bis dahin und tschö.